Liebe Zuschauer, es ist das Thema heute früh. Hast du es gesehen und wie fandest du es? Die Rede ist natürlich von den Geisterspielen in der Bundesliga. Was viele gewöhnungsbedürftig finden, ist für andere geschäftsschädigend. Menschen, die vom Fußball leben. Anja Beskin zum Beispiel, sie hat eine Fankneipe in Dortmund, musste 4 Wochen lang schließen und durfte jetzt endlich wieder öffnen. Von Feierstimmung aber keine Spur. Unser Reporter trifft Anja Beskin. Die 54-Jährige ist Wirtin vom Briefkästchen. Vor 4 Tagen durfte sie ihre kleine Eckkneipe endlich wieder öffnen. Und das auch nur, weil sie alle Auflagen der Stadt erfüllt. Inklusive selbst zubereiteter Gerichte und abwaschbarer Speisekarte. Die Auflagen sind sehr, sehr hoch von der Stadt Dortmund. Abstand 1,50. Kein Tresenbetrieb. Hier unten sind die Markierungen eingehalten von Tischkante zu Tischkante. Draußen kann ich 4 Tische stellen, auch im Abstand auch eingehalten. Die Hygienevorschriften erdrücken ein. Seit 8,5 Jahren betreibt die 54-Jährige ihre BVB-Kneipe. Nur wenige 100 Meter vom Stadion entfernt. Eigentlich ist das Briefkästchen ein beliebter Treffpunkt vieler BVB-Fans vor, während und nach den Spielen. Beim Revierderby herrscht hier normalerweise Ausnahmezustand. Doch obwohl der Ball wieder rollt, bleibt der Laden diesmal nahezu leer. Es ist einfach nur schrecklich, weil ich bin eine kleine Kneipe. Ich sehe das Spiel heute mit 7 Gästen. Mehr darf ich hier nicht reinlassen, laut Auflagen. Und wo soll da Derby-Stimmung aufkommen oder überhaupt Fußballstimmung? Ortswechsel, ein Wurststand in der Innenstadt von Dortmund. Noch vor wenigen Wochen berichtet uns der Besitzer von 8 entlassenen 450-Euro-Kräften und 4 Festangestellten in Kurzarbeit. Seitdem die umliegenden Geschäfte wieder geöffnet haben, stehen zumindest 3 Angestellte wieder hinter dem Tresen. Doch was fehlt, sind die zahlreichen Fußballfans. Die werden schon ab 11 Uhr, die würden schon um 10:30 hier stehen an den Tischen oder sitzen auf dem Boden und würden warten, dass der Deckel aufgeht. Ne? Weil die freuen sich auch davor, also vor dem Spiel noch mal so in Ruhe was essen. Das ist so bei den Fans. Wie ist es jetzt? Ja, jetzt ist 0. Fußball-Deutschland und unser Reporter Thorsten Stahlhut im Geisterspielmodus. Drinnen wird wieder gekickt, draußen wird getrauert. Vor knapp 2 Monaten wäre ich hier gewesen, hätte mich schon Wochen vorher auf das Spiel gefreut. Mein Platz auf der Südtribüne bleibt jetzt leer, von Derby-Fieber keine Spur. Um es auf den Punkt zu bringen, es ist zum Heulen. Und wie unserem Reporter ergeht es den meisten Fans. Der Ball rollt zwar wieder, doch irgendwie fühlt es sich ganz komisch an. Ja, ich meine, ist schön, dass wieder was stattfindet, dass man überhaupt mal wieder was sehen kann. Was natürlich doof ist, Stadion fehlt. Weil normalerweise wäre jetzt die Süd angesagt, schön mit dem Fanclub. Und ja, richtig Party-Ebene auch. Ja, ist jetzt nicht, ne? Geisterspiel, in der Kreisliga hast du mehr Zuschauer. Klar haben wir uns gefreut, aber das ist schon... Kann man nicht vergleichen. Das ist irgendwie fehlen, die ganzen Emotionen, ist alles nicht da. Heute um 13 Uhr, da habe ich gemerkt, boah, jetzt fängt es an zu kribbeln, dieses Schwitzen in den Händen. Und da musste ich das auch bei uns posten auf die Seite, wo ich geschrieben habe, jetzt geht's los, jetzt kommt der Brusse durch. Aber vorher war es nicht wirklich so. Keine Fans, kaum Umsatz. Was Imbissbudenbetreiber oder Kneipenbesitzer beklagen, gilt auch für ihn. Bernhard Rott ist Pfandflaschensammler. Bei Heimspielen des BVB ist der 54-Jährige schon früh auf den Beinen. Seine magere Ausbeute am heutigen Geisterspieltag? Ja, bis jetzt eine Dose. Ja, also ich würde ja schon um 10 Uhr stehen und ich glaube, jetzt um diese Uhrzeit wären meine Koffer voll. Ja, meine Bollerwagen wären voll. Hätte vielleicht 1 oder 2 Tüten 25er. Werner Trott ist hauptberuflich Maschinenarbeiter, aber auch BVB-Fan. Durch Sammeln von Pfandflaschen verdient er sich noch ein paar Euro hinzu. Dass ausgerechnet das Revierderby ohne Zuschauer stattfindet, ist für ihn besonders bitter. Heute würde der Umsatz rollen. Andere geile Atmosphäre wäre da, ne? Auch ein bisschen angespannt, ja. Also ist schon ein bisschen kacke. Die BVB-Fankneipe von Christopher Reinecke. Auch hier wird es Bilder und Emotionen wie diese auf absehbare Zeit nicht mehr geben. Wie viele Gastronomen musste auch er seine Kneipe während der Corona-Krise schließen. Seit wenigen Tagen hat er wieder geöffnet. Mehr aber auch nicht. Denn die wenigen Einnahmen decken kaum die laufenden Kosten. Normalerweise wäre jetzt hier gerade um die Uhrzeit, jetzt haben wir kurz nach 1,
die Bude brechend voll. Das Wetter spielt noch mit. Jetzt draußen wäre auch alles voll halt mit dem Außenbereich, den wir haben. Und man sieht halt in Anführungszeichen gähnende Leere bisher. Also jetzt gerade ein Tisch aktuell um die Uhrzeit. Ja. Noch einmal zurück zu Wirtin Anja Besken und ihren mittlerweile 7 einsamen Gästen. Ihre Umsatzeinbußen an diesem Tag knapp 3.000 Euro. Ein bisschen Stimmung kommt trotzdem auf, trotz Mindestabstand und Geisterspielatmosphäre vor dem Fernseher. Emotional sehr gut, Dortmund führt gegen Schalke, aber ein Torjubel mit 7, die gerade rein dürfen, anstatt 40 wie sonst, oder du hast den Torjubel zuerst aus dem Stadion gehört, dann hier, ist das natürlich ganz, ganz anders. Geisterspiele vor dem Fernseher helfen den Fans schon, emotional und gesellschaftlich. Nur für die vielen Menschen, die davon leben, ist der Neustart der Bundesliga eben nur ein halber.